Waschmann. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich habe gerade gewütet, das heißt, wir werden natürlich wieder zu dieser Kiste gehen. Da wissen wir ja, was zu tun ist. In der letzten Folge, hier sind ja Leute und letzte Folge habt ihr es ja gesehen, was zu tun ist. Krass, hätte ich nicht gedacht, wir haben jetzt nämlich 1 Uhr irgendwas. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ups. So. Nachtsicht und irgendwas anderes. Hallo, Wolfi, lang nicht mehr gesehen. Hallo, Exo, lang nicht mehr gesehen. Jo, alles Klärchen. Gut, ich wollte nämlich kurz was ansprechen, nämlich habe ich es geschafft, da habe ich es nicht mehr geschafft. Ach, guck mal. Ich kann die Sachen wieder hier nehmen. Ach krass. Oder habe ich die jetzt gerade bekommen? Keine Ahnung. Jedenfalls, ich habe die Sachen aus meinem Inventar entfernen können. Nämlich habe ich Selbstmord begangen. Aber so ganz heile ist das ganze Ding immer noch nicht. Denn Holz habe ich jetzt gerade nicht. Okay. Dann möchte ich mir ein Crafting Table machen oder sonst was. Es geht trotzdem nicht. Ich kann auch keine Holzplanken irgendwie erstellen. Das ist irgendwie ganz komisch gerade. Irgendwie crazy. So. Man kann das von weitem ein bisschen sehen. Ihr seht da vielleicht an meinem Haus die Löcher. Da sollen nämlich die Fensterscheibchen rein. Ich weiß gar nicht, warum die Sachen wieder in meinem Inventar sind. Die 2 Diamanten und so. Aber egal, ja, jetzt funktioniert es ja anscheinend wieder. Mal gucken. Hier soll natürlich auch noch was hin. Also ich möchte, bevor ich das... Oh. Achso, ich dachte, ich muss jetzt ganz weit weg nochmal laufen. Bevor ich beim großen Grundstück mache, möchte ich das Haus jetzt erstmal komplett fertig kriegen. Für mich gibt es keine Baustelle. So, ich tue jetzt mal hier ein paar Sachen rein, die ich jetzt gerade nicht bin. Hallo? Ah, jetzt. Die ich gerade nicht benötige. Genau. Ja, das Glas ist natürlich auch komplett weg, glaube ich, weil, ja, ah, ne, es müsste ja noch im Ofen drin sein. Aber ich bezweifle, dass ich es nehmen kann. Ich kann das Glas wieder nehmen. Nice. Okay, das ist cool. Kann ich ja jetzt hier ein bisschen weitermachen. Nice. Okay, das freut mich gerade. Boah, das freut mich extrem gerade. Hammer. Okay, es läuft jetzt gerade langsam wieder alles. Natürlich ist der Server jetzt gerade am Längen, aber das wird später sich abändern. Das wird aufhören. Macht euch da mal keine Sorgen. Warum sage ich mal, macht euch da mal keine Sorgen? Warum solltet ihr Sorgen machen? Sorgen. So. Jetzt geht's wieder. Ups. Nice. So. Ich zeige euch mal das, weshalb ich Dokia so liebe. So, ja, bis hier war ich gerade schon hingelaufen. Ups. Ja, ich zeige euch das auch mal kurz nochmal. Also ich will hier auf den, ich will hier auf jeden Fall, hier so in der Mitte, da soll auch noch so diese, da gibt es ja diese, ja, diese halben Holzplatten bisher. Die will ich dann hier so drumherum machen. Da sollen auch noch Treppen hin. Das wollte ich heute eigentlich craften und so, aber dann ging es doch wieder nicht. Aber wie gesagt, die sind da am Machen und das wird auch bald wieder gehen. Bin auf jeden Fall froh, dass ich weiß, dass es halt nicht an meinem Account liegt. Das war halt das, weshalb auch dieser Rage-Moment war. Aber es läuft auf jeden Fall flüssiger, das sieht man glaube ich auch. Hier zum Beispiel kann ich jetzt einen so ein Holz nehmen und ja, kann dann halt, ihr seht es halt, ich kann nicht craften. Das wird aber gefixt. Was mich ein bisschen stört, dass man, das war damals in Dokia nicht so, wenn mich nicht alles täuscht, weil jetzt hat man extrem schnell immer Hunger. Aber in der nächsten Folge habe ich vor, ich bin ein bisschen in der Stadt so ein bisschen rumgelaufen und das sind so viele Stellen, die ich noch gar nicht kenne. Ich habe mir mal überlegt, in der nächsten Folge, da werden wir uns mal die ganze Dokia-Stadt mal anschauen. Wirklich, also ich versuche auf jeden Fall alles anzuschauen. Falls das zu groß sein sollte, dann werde ich das in 2 Folgen natürlich machen. Ich will mir mit euch auf jeden Fall die ganzen Bauten, die es so gibt, mal anschauen. So. Weil das haben wir nämlich nie gemacht. Wir haben nie so richtig die ganze Stadt angeschaut. Und das möchte ich mit euch in der nächsten Folge mal machen. Und vielleicht ist euch jetzt auch schon aufgefallen, was hier nämlich anders ist. Nämlich, ihr seht, also wie soll ich sagen, ich bin vorhin hier so ein bisschen rumgelaufen. Ne? Ich, wie gesagt, ich war ja auf Discord, mit, im Voice-Channel mit Panda und Raiti, also Techno-Dragon.
Und dann bin ich hier so bloß rumgelaufen, war dann hier und habe das erst gar nicht gecheckt, dass es mein Grundstück ist. Dann habe ich jemanden gecheckt, das ist ja mein Grundstück. Und dann habe ich hier gesehen, dass alles heile. Da habe ich dann gedacht so, oh schade, ist es wahrscheinlich gar nicht mehr mein Grundstück. Dann habe ich da hinten die Schilder gesehen. So. Und was steht auf den Schildern? Ich habe dein Video gesehen und dein GS wieder repariert. Liebe Grüße, Waffel X, Moderator. Auf, Waffel X ist eine Frau, ja. Moderatorin also. Auf jeden Fall, vielen Dank. Also, das ist echt Hammer, weil ich hatte es ja eigentlich vor, dass ich halt, ich habe ja diese Grenze auch um meinem Haus. Das wollte ich halt wegmachen und dann das hier hinbauen. Aber das hat Waffel X jetzt für mich erledigt und vielen, vielen Dank. Und deshalb liebe ich diesen Server so, weil hier diese, die Moderatoren, die sind größtenteils so nett und machen echt einen, oh, jetzt fällt ein Auto draußen, machen echt einen tollen Job, muss ich echt sagen. Also echt Respekt an euch und vielen Dank, Waffel, dass du dir die Mühe gemacht hast. Vielen Dank. Ich könnte jetzt tausendmal sagen, danke, danke, danke. Das finde ich richtig cool. Das lasse ich, das, die Schille lasse ich erstmal noch da stehen. Auf jeden Fall richtig cool. Ja, das heißt, wenn das halt bald mit dem Crafting so alles funktioniert wieder, dann werden wir auf jeden Fall, dann werde ich erstmal, ich möchte halt erstmal da hinten das Haus fertig machen. Und wenn das fertig ist, dann gehen wir endlich rüber hier zum großen Grundstück. Darauf habt ihr doch alle gewartet, weil es wird auch mal Zeit, dass ich mal hier endlich was mache. Und ich habe auch eine kleine Vorstellung, was ich hier machen will. Ich habe mir schon so im Kopf einen kleinen Plan gemacht, was ich hier bauen könnte oder auch möchte. Und ja, seid auf jeden Fall gespannt. Das wird auf jeden Fall ein bisschen Überraschung sein. Ich werde auch die Rechte von diesem Grundstück erstmal nur für mich behalten. Denn ich möchte hier ganz alleine was auf die Beine stellen. So als kleine Überraschung, vielleicht so ein richtig schönes Häuschen oder so. Also ein Häuschen, eine ganze Villa natürlich. Seid auf jeden Fall gespannt. Ich habe so eine kleine Idee, die noch nicht ganz ausgereift ist. Aber so eine leichte Idee habe ich auf jeden Fall schon mal, was hier hinkommen könnte. Und natürlich nochmal, das letzte Mal sage ich es nochmal, vielen Dank an Waffel X, dass sie mir dieses Grundstück hier nochmal ja, so heile gemacht hat. Also dass sie die Grenze nochmal so gesetzt hat. Vielen Dank dafür. Land here. Nicht Gear, sondern hier. Das gehört nämlich Q's I'm Leggets oder so. Also sobald es halt mit dem, das wird halt alles richtig angefangen, sobald das halt mit dem Craften wieder geht, dann will ich hier Treppen machen, die ich dann hier nochmal so verknüpfe. Sieht dann doch besser aus, als wenn das jetzt hier so leer ist. Ja. Habe ich eigentlich... Darf ich jetzt mal rein in mein Haus? Danke. Mama mia. Irgendwie hätte da ganz schön Probleme mit, wenn man durch die Tür gehen möchte. Ich bin am überlegen, ob ich das hier abbauen soll und hier das zu Glas auswechseln soll. Aber ich meine, Glas müsste ich ja eigentlich noch haben. Mehr als genug, 7 Stück. Ich glaube, das machen wir jetzt auch mal. Ich meine, dann haben wir jetzt halt ein bisschen was... Warte mal, hatte ich nicht 7 Stück? Jetzt habe ich nur 6 Stück hier. Hä, jetzt sind 10 Stück. Hä, irgendwas ist hier fehl, oder? Warum habe ich jetzt auf einmal 10 Gläser? Hä? Ich baue das jetzt hier einfach mal alles ab. Genauso wie letztes Mal oben, wo ich nur ein Holz abgebaut habe, aber dadurch aber irgendwie 31 oder so bekommen. Voll komisch. Aber hey, das ist ein Bug. Da kann ich nichts für. So. It's not a bug, it's a feature. Dieser Bug kann gerne bleiben, warum nicht? Hust. So. Er sieht irgendwie, ich mag das gerne, wenn um die Türen so, weißt du? Das mag ich irgendwie lieber. Wie? Ich hab doch mehr als 3. Ich hab mindestens 7 hatte ich. Ich bin jetzt irgendwie voll durcheinander hier. Habe ich noch Sand? Hier sehe ich echt tausendmal hin und her laufen. Theoretisch 1, 2, 3, 4, 6, 7. Ja, das hätte ja eigentlich reichen müssen an. Sind zwei, ne? Jetzt müsste es gehen. Ja, jetzt gut. Dann haben wir hier das schon mal so. Sieht ganz schön aus. Ich bin auch mal überlegen, ob ich diese Treppe hier, ob ich das irgendwie abändern soll. Dass ich die Treppe nach hier setze. Das machen wir, glaube ich, sogar.
Wir werden die Treppe von da auf hier setzen. Das sieht irgendwie besser aus, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eigentlich mit dem hier 7. Also eigentlich asynchron, asymmetrisch. Aber egal, den zählen wir nicht mit. Das machen wir dann hier so. Und dann werden wir. Das sieht dann besser aus, finde ich. Oh, ist Donald gerade draußen. So, wie viel muss ich denn. 1, 2, 3 in der Breite, okay. 1, 2, 3. Machen wir hier das, machen wir raus. So. Guck mal, jetzt habe ich wieder 10 Holz. Irgendwie ist, ich bin da ganz so, das bringt mich voll durcheinander. So, weil ich dann nämlich nicht weiß, wie viele Items ich wirklich jetzt habe, ne? Gut, eigentlich ist das ja auch eigentlich scheißegal. Habe ich das Holz? Ja, gut. Guck, guck. So. Ah ja, das passt doch, ist ja symmetrisch, alles klar. So. Jetzt mal gerade gucken. So. Das kleine Hilfe immer eben. Ups, da ist ja schon einer. So. Ja, die ist noch da, die Stufe. Perfekt. Irgendwie habe ich hier. Ach ja, ich habe da auch was falsch gebaut, deswegen kein Wunder. Vielleicht ploppt das gleich noch auf. Mal gucken. Ah ja, da ploppt es auf, siehst du. Hier hin. Ah ja, siehst du? Ja, cool. Warum habe ich jetzt eine Treppe übrig? Ich guck mal, wenn ich hier hoch. Ja, deshalb. Wie muss ich denn das jetzt machen? Okay. Nochmal alles wegbauen. Dann habe ich die Sachen jetzt alle noch im Inventar. Ich hoffe es. Dann mache ich das dann doch in der nächsten Folge noch schnell weiter. Und wenn ich das dann fertig habe in der nächsten Folge, dann gehen wir uns die Stadt mal anschauen. Dann haben wir halt ja, wieder ein bisschen was zu tun. In dieser Folge haben wir jetzt auch wieder ein bisschen was geschafft. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer Magix.